Herr Müller, mit dem Angriff der Hamas auf Israel ist ein weiterer großer Krisenherd hinzugekommen. Wie bewerten Sie die Auswirkungen auf die Weltbörsen? Ja, das lässt sich gar nicht so richtig abschätzen. Oftmals haben wir gesehen, dass militärische Konflikte auf die Börsen wenig Einfluss haben, als man denkt. Vor einem solchen militärischen Konflikt ist man ganz aufgeregt und die Kurse sind in Anspannung. Wenn es dann soweit ist, dann ist man überrascht, wie wenig passiert. Wir denken an die Irakkriege. Oftmals war der Einmarschtag ein Tag, für wo die Kurse gestiegen sind. Ja? Also deswegen, die Auswirkungen könnten aber dann andere werden, wenn es tatsächlich zu einem massiv steigenden Ölpreis käme. Ölpreis Richtung 100, 120, vielleicht 140, was auch mal die Allianz als Worst-Case-Szenario genannt hat. Das würde natürlich die Inflation massiv nach oben treiben. Das würde heißen, die Zinsen higher for longer, noch höher für noch länger. Und das ist jetzt schon sehr, sehr viel stärker, als man das ursprünglich erwartet hatte. Das könnte massive Auswirkungen haben, aber das werden wir abwarten müssen. Das kann heute niemand gut prognostizieren. Wo sehen Sie weitere Risiken, aber auch Chancen für die Aktienmärkte? Wir haben natürlich viele Risiken für die Aktienmärkte, die können wir hoch und runter deklinieren, die können wir gerade mit den hohen Zinsen. Interessanterweise, meist denkt man, dass ja, wenn die Zinsen dann fallen, ist das gut für die Aktienmärkte. Das ist tatsächlich bei solchen starken Bewegungen nicht der Fall, denn die Notenbanken gerade in den USA ziehen die Zinsen ja an, um etwas zu bewirken, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Und das bedeutet ja, ich habe sie dann im Griff, wenn die Wirtschaft sinkt, wenn ich sie unter Druck bringe. Also ich erhöhe die Zinsen until something breaks, bis etwas bricht, bis die Wirtschaft bricht. Und das wiederum heißt ja dann in der logischen Folge Gewinnwarnungen, weniger Umsatz und das bringt die Aktienmärkte unter Druck. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass in solchen Phasen, wo die Notenbanken die Zinsen angezogen haben, um die Inflation einzufangen, um die Wirtschaft abzukühlen, die Zinssenkungen immer einhergingen mit massiven Aktienkursverlusten. Also das ist erstmal die Gefahr, die wir sehen, sobald die Zinsen anfangen zu sinken, dann wird es eigentlich erst richtig gefährlich für die Börsen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ganz aktuell das Thema Jahresendrallye. Im Augenblick ist alles massiv überverkauft, alles sind sehr, sehr short und negativ. Das ist eigentlich die richtige Basis für eine Jahresendrallye, die dann, wo alle wieder hinterherrennen müssen. Also man könnte fast sagen, kurzfristig fürs Jahresende ist das eine gute Ausgangsbasis, aber die anstehenden Zinssenkungen irgendwann, wenn etwas gebrochen ist, die werden die Märkte auch wahrscheinlich eher unter Druck bringen. Aber wir haben gelernt, dass man das sehr, sehr schwer heute kalkulieren kann. Man wird sich opportunistisch an die Märkte anpassen müssen. Niemand kann wirklich wissen, was als nächstes kommt. Wir haben alle eine Meinung, die geben wir auch kund. Aber auch die Demut dabei, ob es wirklich so kommt, kann dir niemand sicher sagen. Die Inflationsraten sinken aktuell wieder. Glauben Sie, dass die Notenbanken künftig geldpolitisch deutlich weniger brachial vorgehen oder sogar die Zinsen in absehbarer Zeit wieder senken werden? Zinssenkungen sind durchaus möglich, aber aktuell sehen wir, dass die Ölpreise wieder steigen. Die Ölpreise sind die wesentlichen Treiber für die Inflation. Man muss immer die Basis ansehen und die aktuellen Inflationszahlen sind eben auf den niedrigen Ölpreisen der letzten Monate zurückliegend berechnet. Jetzt gehen die Ölpreise wieder nach oben in den letzten Wochen, Monaten. Das heißt, die daraus sich ergebenden Inflationsraten werden wieder höher sein, was wir auch in den USA schon sehen. Und wenn der Ölpreis weiter ansteigt, wird dann auch die Inflation höher bleiben. Die Inflation geht nicht auf 1-2% zurück, die wird hoch bleiben. Also werden die Notenbanken auch weiter die Zinsen hochhalten. Ob sie es weiter anziehen, USA 7%, wie jemand von JP Morgan ins Feld führt, oder einfach auf dem hohen Niveau belassen, spielt keine Rolle. Irgendwann werden sie auch wieder senken. Aber wie gesagt, das wird erst dann passieren, wenn die Wirtschaft schon in massiven Problemen ist. Und die Deutsche ist es jetzt schon. Was kommt da erst noch auf uns zu? Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Vieles deutet darauf hin, dass sich Deutschland in einer Rezession befindet. Wie ist Ihre Einschätzung hierzu? Ja, auch hier ist es hausgemacht. Wir sind das Schlusslicht Europas, fast der Welt, möchte man sagen. Und das sind Themen, die hausgemacht sind. Es wird zwar immer auf den russischen Angriffskrieg geschoben, aber der hat tatsächlich mit den Entscheidungen wenig zu tun. Wir nehmen kein Öl mehr von Russland, kaufen es stattdessen lieber teurer vom Inder ein, der es wiederum aus Russland bezieht. Also wir lügen uns selbst in die Tasche, wir betrügen uns selbst und das noch mit dem Mäntelchen aus Solidarität. Den anderen ist die Solidarität vollkommen egal. Die Amerikaner, die zwar viele Waffen liefern, aber gleichzeitig jede Menge Uran in Russland kaufen, ihre Uranimporte aus Russland massiv erhöht haben, denen ist die Solidarität da vollkommen wuppe und haben auch kein Problem, uns das Gas, das wir vom Russen nicht mehr nehmen, aus Solidarität zum siebenfachen Preis zu verkaufen. Also von daher, wir haben hausgemachte Probleme, während die Chinesen jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke an den Start nehmen,
Während dieser Zeit belasten wir die Wirtschaft und die Menschen mit immer neuen Gesetzen, was Hausdämmung angeht, was Heizungen angeht, was CO2-Belastung angeht. Wir haben den geringsten Impact, aber die größten selbst auferlegten Kosten dazu. Und das ist nichts, was von außen aufoktroyiert wurde, sondern es sind unsere politischen Entscheidungen, die uns immer tiefer in die Schwierigkeiten bringen, die Unternehmer immer in größere Schwierigkeiten bringen. Und das führt dazu, dass ein großer Frust im Mittelstand herrscht, dass die Leute sagen, es wird permanent schlechter, die Lage wird immer schlechter. Das motiviert ja nicht, Gas zu geben und neue Investitionen zu tätigen, sondern man versucht irgendwie den Status quo zu bewahren. Und diese frustrierte, depressive Stimmung spüren wir in der Wirtschaft. Und die Politik führt momentan nichts ins Feld, was davon heilen würde. Die Krisenwährung Gold war zuletzt sehr stark gefragt. Wir haben kürzlich ein neues Allzeithoch in Euro gesehen. Wie bewerten Sie Gold als Anlage? Nun gut, wir sehen als Krisenmetall wieder gefragt, trotz der hohen Zinsen. Früher sagte man immer, hohe Zinsen sind schlecht fürs Gold. Jetzt im Moment, trotz der hohen Zinsen, geht das Gold nach oben, weil die Leute auch Angst haben. Einerseits natürlich, keiner weiß, wo die Märkte hingehen. Und mit Edelmetall ist eben Gold ist Gold. Und da kriegst du immer mal irgendwas dafür. Und auf der anderen Seite eben das Thema, dass man auch nicht weiß, wie geht es mit der Inflation weiter. Kann es möglicherweise auch zu einer galoppierenden Inflation kommen? Das ist etwas, was wir durchaus, mein Szenario, dass ich 2018 schon niedergeschrieben hatte, war genau das. Die Amerikaner werden die Zinsen massiv erhöhen. Das wird zu einem schweren Wirtschaftseinbruch weltweit, vor allem in China, kommen. Das wird zu einem weltweiten schweren Crash der Assetpreise führen, in deren Folge die Notenbanken wieder die Zinsen senken, Vollgas geben und die Inflation durch die Decke schießt. Also ein Geysir-Szenario, und das erleben wir jetzt. Steigende Zinsen, danach einbrechende Kurse. Und danach Inflation, und zwar massiv. Und deshalb ist Gold durchaus ein Thema, das die Leute zu Recht im Fokus haben. Idealerweise kauft man es natürlich, wenn es günstig ist. Da will es aber keiner, man ist immer dann, wenn es schon teuer ist. Aber was ist schon billig und teuer?